Ich würde sagen, wir machen gleich mal eine Aufgabe weiter, die im Gegensatz zu der, die wir eben hatten, ganz einfach ist. Müssen Sie nur mal ein kleines bisschen nachdenken. Ja, da hätte 8 rauskommen sollen. Wieso hätte da 8 rauskommen sollen? Wir hatten ja eben schon die Gleichung gelöst, 13 mal irgendwas gleich 1. Ich schreibe hier mal nicht x hin, sondern y. Und wir wollen jetzt das Gleiche lösen für den Fall, dass hier statt 1 4 steht. Also ist die Idee einfach, dass man auf beiden Seiten dieser Gleichung mit 4 multipliziert. Wenn ich die rechte Seite mit 4 multipliziere, dann steht hier 4. Also ich multipliziere mit 4. Und auf der linken Seite steht dann 4 mal 13 mal y. Dafür kann ich aber auch, also hier steht eigentlich 4 mal 1 und hier steht 4 mal 13 mal y. Das kann ich aber auch folgendermaßen schreiben. Ich kann dafür schreiben, 13 mal 4 mal y gleich 4. Und jetzt haben Sie hier stehen, was Sie eigentlich raushaben wollen, wenn Sie das hier als Ihr x nehmen. Sie wollen ja wissen, 13 mal x ist 4. Und das y kennen Sie aber schon, das war 77. Wenn Sie also diese 77 mit 4 nehmen, dann haben Sie eine Zahl, die diese Gleichung hier löst. Also müssen Sie nur ausrechnen, 77 mal 4, das ist, ich glaube, 308. Und das ist 8. Weil wir ja Modulo 100 rechnen. Also ist 8 eine Zahl, die diese Gleichung löst. Können Sie auch nochmal nachrechnen, ob das wirklich stimmt? Wie viel ist 13 mal 8? Und dann sollte da was rauskommen, was im 100er-System wieder 4 ergibt. Also im Prinzip denke ich, dass diese Frage mit den Kehrwerten, wann man dividieren kann, jetzt eigentlich klar sein sollte. Ich will da aber nochmal etwas vertiefter darauf eingehen. In der Hoffnung, dass es dann auch ein bisschen klarer wird für die, denen es jetzt noch nicht völlig in Fleisch und Blut übergegangen ist. Was wir jetzt uns eben überlegt haben, ist, wenn ich einen Kehrwert finden will zu einer Zahl und die ist teilerfremd zu einer Zahl, zu der Zahl modulo derer ich rechne, dann funktioniert das. Und jetzt die erste Frage, die man sich stellen kann, ist, kann man das auch umkehren? Ich denke, das kann man auch so schon sehen. Aber ich will es vielleicht nochmal am Beispiel deutlich machen. Gehen wir mal umgekehrt davon aus, wir wüssten schon, es gibt einen Kehrwert. Ich rechne jetzt vielleicht mal im Zehnersystem. Also das, was ich hier jetzt hingeschrieben habe, das können Sie interpretieren als die Gleichung, die Zahl y lässt sich im Zehnersystem invertieren. Es gibt einen Kehrwert und der heißt x. Oder umgekehrt, die Zahl x hat einen Kehrwert und der heißt y. Und jetzt machen wir das Gleiche, was wir eben schon mal gemacht haben. Wir schreiben das wieder anders auf, dass die beiden Zahlen in der gleichen Kongruenzklasse bezüglich 10 liegen, heißt ja, dass xy kongruent zu 1 modulo 10 ist. Das wiederum bedeutet, dass 10 ein Teiler von xy minus 1 ist. Also dies kann ich auch folgendermaßen hinschreiben. 10 ist ein Teiler von xy minus 1. Und das kann ich wiederum hinschreiben als, wenn ich die 1, also das ist dann wieder sowas in der Form wie xy minus 1 lässt sich darstellen als 10 mal irgendein k, was für ein k das auch immer sein mag. Und das kann ich wieder auf eine Seite bringen. Das gleiche Spielchen haben wir eben schon mal gemacht. Dann steht hier xy minus irgendwas mal 10 ist 1. Das habe ich nur deswegen nochmal aufgeschrieben, um Folgendes klarzumachen. Diese Zahl y, die ich jetzt, für die ich eben einen Kehrwert gefunden habe, wenn ich einen Teiler von dieser Zahl y habe, und das ist gleichzeitig auch ein Teiler von der 10, dann teilt der die linke Seite. Und weil die linke Seite die rechte Seite ist, heißt das, ein gemeinsamer Teiler von y und 10 müsste auch die 1 teilen. Und das kann also nur die 1 sein. Mit anderen Worten, was wir uns eben gerade überlegt haben, ist, wenn y einen Kehrwert hat, dann muss y eine Zahl sein, die teilerfremd zur 10 ist. Ja, das ist genau die Umkehrung von dem, was wir eben gerade gemacht haben. Eben haben wir gesagt, wenn ich eine Zahl habe, die teilerfremd zur 10 ist, dann kann ich dazu einen Kehrwert finden. Und jetzt haben wir umgekehrt gesagt, wenn es einen Kehrwert gibt, dann ist die Zahl teilerfremd zur 10. Das ist also das, was man eine hinreichende und notwendige Bedingung nennt. In der 10er-Restklasse sind genau die Zahlen invertierbar, die teilerfremd zur 10 sind. In der 100er-Restklasse sind genau die Zahlen invertierbar, die teilerfremd zur 100 sind und so weiter. Das heißt, wir wissen jetzt eigentlich auch schon, aber ich schiebe es nochmal der Spannung wegen ein bisschen auf, wann das geht und wann nicht.
Ich zeige Ihnen das Ganze noch ein drittes Mal, und zwar jetzt grafisch. Also das Ganze nochmal als Beispiel. Wir machen das Ganze vielleicht nochmal in Z durch 8Z auf dieser dazugehörigen Achteruhr dann und gucken uns einmal einen Fall an, wo es klappt, und einmal einen Fall an, wo es nicht klappt. Das heißt, wir nehmen uns einmal eine Zahl, die teilerfremd zur 8 ist, zum Beispiel 5, und dann nehmen wir eine Zahl, die nicht teilerfremd zur 8 ist, zum Beispiel 6. Und vielleicht kann man daran auch ganz gut erkennen, warum es mal klappt und mal nicht klappt. Also erster Fall wäre jetzt y gleich 5. Und die Frage ist, kann man einen Kehrwert finden zur 5? Und die Antwort wissen wir jetzt ja schon. Ja, man kann einen Kehrwert finden, weil 5 und 8 teilerfremd sind. Ich male hier mal das Ding hin. Hier ist die 0, hier ist die 4, 2, 6, 1, 3, 5, 7. Das ist die Uhrzeigerarithmetik zur 8. Und jetzt überlegen wir uns mal, wenn ich die 5 mit irgendwas multipliziere in diesem Ding hier, mit zwei verschiedenen Werten multipliziere, und da kommt das Gleiche raus. Was kann ich daraus folgern? Also ich habe irgendeine Zahl, K1 mal 5 im Achtersystem, ist dasselbe wie K2 mal 5 im Achtersystem. Das bedeutet, immer wieder die gleiche Denkweise, genau wie hier oben, das bedeutet, dass wenn ich die Differenz von diesen beiden Zahlen habe, dass die durch 8 teilbar ist. Also ich kann dafür schreiben, 8 ist ein Teiler von K1 mal 5 minus K2 mal 5. Und das heißt natürlich, kann ich auch anders hinschreiben, weil ich die 5 ja hier ausklammern kann, 8 ist ein Teiler von K1 minus K2 mal 5. Ja? Und jetzt habe ich hier stehen, 8 ist ein Teiler von diesem Produkt und 5 ist ja eine Zahl, die teilerfremd zur 8 ist. Weil 8 also das Produkt rechts von dem Strich teilen muss, muss deswegen 8 ein Teiler von dem Faktor hier sein, weil es ja ein Teiler von 5 nicht sein kann. Nicht mal ein Teil von 8 kann Teiler von 5 sein, weil die ja komplett teilerfremd sind. Also hieraus folgt, dass 8 ein Teiler von K1 minus K2 ist, und das bedeutet ja nichts anderes, als dass K1 und K2 im Achtersystem dieselbe Zahl sind. Also was wir uns eben gerade überlegt haben ist, wenn ich im Achtersystem die 5 mit zwei verschiedenen Zahlen mal nehme und es kommt dasselbe raus, dann sind die beiden Zahlen gar nicht verschieden gewesen, sondern sind die gleiche Zahl gewesen. Umkehrschluss, wenn ich die 5 wirklich mit zwei verschiedenen Zahlen mal nehme, muss jedes Mal was anderes rauskommen. Das heißt, 0 mal 5 muss was anderes sein als 1 mal 5, 1 mal 5 muss was anderes sein als 2 mal 5, 2 mal 5 muss was anderes sein als 3 mal 5 und so weiter. Ich schreibe das nochmal hin. Das heißt, 0 mal 5, 1 mal 5, 2 mal 5 und so weiter bis 7 mal 5 sind in diesem Ding hier, z durch 8 mal z, 8 verschiedene Zahlen. Und in diesem Ding gibt es ja nur 8 Zahlen. Das heißt, wenn ich dieses durchlaufen lasse, 0 mal 5, 1 mal 5, 2 mal 5, 3 mal 5 bis 7 mal 5, weil das 8 verschiedene Zahlen sind, muss jede von den Zahlen einmal vorkommen. Also muss auch einmal die 1 vorkommen. Das bedeutet, die Gleichung muss lösbar sein. Es muss ein Inverses geben. Und das kann ich mir jetzt auch, wie versprochen, auf der Uhr angucken. 0 mal 5 ist 0. Dann bin ich hier. Und wenn ich jetzt 1 mal 5 rechne, brauche ich gar nicht die Multiplikation zu machen, sondern 1 mal 5 heißt ja einfach 5 weitergehen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist 1 mal 5. Jetzt rechne ich 2 mal 5 aus. 2 mal 5 ist 10. Also im Achtersystem 2. Aber ich brauche nicht zu rechnen. Ich gehe einfach 5 Schritte weiter. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mal 5, nochmal 5 Schritte weiter, 1, 2, 3, 4, 5. 4 mal 5, 5 Schritte weiter, 1, 2, 3, 4, 5, lande ich hier. Und jetzt rechne ich 5 mal 5, 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwann muss ich auf die 1 kommen, weil jeder Wert einmal drankommt. Und das ist die Lösung von meiner Gleichung. 5 mal 5 ist 1, hatten wir auch schon ausgerechnet. Aber jetzt kann ich auch noch weitermachen. Hier nochmal 5 weiterzählen, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann nochmal 5 weiterzählen, 1, 2, 3, 4, 5, dann lande ich hier. Und jetzt habe ich tatsächlich alle Punkte auf dem Kreis einmal getroffen. Und wenn ich jetzt wieder
5 weiterrechne, 1, 2, 3, 4, 5, bin ich wieder am Anfang. Und dann geht es wieder von vorne los. Also in dem Fall, dass ich eine Zahl habe wie die 5, die teilerfremd zu 8 ist, sorgt das dafür, dass ich, wenn ich immer in 5er Schritten um den Kreis rumgehe, jeden Punkt einmal treffe. Darum muss die 1 auch dabei irgendwann vorkommen. Und jetzt nehmen wir das Gegenbeispiel, eine Zahl, die nicht teilerfremd zu 8 ist. Und da werden wir sehen, dass das eben nicht so funktioniert. Nehmen wir, was hatte ich gesagt, die 6. Und malen uns das gleiche Ding nochmal hin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 und 8 sind nicht teilerfremd, denn 6 mal 8 ist 48, aber es gibt schon kleinere Vielfache von 6 und 8. Zum Beispiel ist 6 ein Teiler von 24 und 8 ist auch ein Teiler von 24. Was daran liegt, dass der größte gemeinsame Teiler von 6 und 8 eben nicht 1 ist, sondern 2. Ja? Und dann passiert nämlich Folgendes. Wenn Sie jetzt ausrechnen, solche Werte wie k1 mal 6 und k2 mal 6, dann kann das sein, dass die gleich sind im Achtersystem, obwohl k1 und k2 nicht die gleiche Zahl ist. Wir gehen das einfach mal durch. 0 mal 6, 1 mal 6, 2 mal 6, 3 mal 6, 4 mal 6. An der Stelle werden wir gleich sehen, können wir schon aufhören. 0 mal 6 ist natürlich 0, 1 mal 6 ist 6, das ist auch noch klar. 2 mal 6 ist 12, wir rechnen ja im Achtersystem, also ist das 4. 3 mal 6 ist 18, wir rechnen im Achtersystem, also ist das 2. Und 4 mal 6 ist 24 und wir rechnen im Achtersystem, also ist das 0. Das heißt, wir sind schon wieder am Anfang angelangt. Und jetzt kann nichts Neues mehr kommen. Jetzt wird als nächstes wieder die 6 kommen und wieder die 4 und die 2. Und wir haben alle Werte erwischt, die überhaupt vorkommen können. Der Zyklus ist kleiner als 8. Es werden nur 4 Werte immer zyklisch erwischt. Und dummerweise ist die 1 nicht dabei. Das heißt, wir kriegen die 1 nie. Wir können das gleiche Spielchen hier wieder auf dem Kreis machen. Ich fange an mit der 0. Und wenn ich jetzt statt 0 mal 6 einmal 6 rechne, heißt das, ich gehe 6 Schritte vorwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt gehe ich wieder 6 Schritte vorwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich gehe wieder 6 Schritte vorwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt gehe ich wieder 6 Schritte vorwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann lande ich wieder hier. Und das war's. Ja? Jetzt wiederholt sich das. Und es bleiben auf der Uhr 4 Werte übrig. 1, 3, 5 und 7, die niemals erwischt werden. Also das nochmal eine Sache von, eine grafische Darstellung von etwas, was hoffentlich schon klar war. Wenn ich eine Zahl habe, die teilerfremd zu meiner Modulo-Basis ist, dann geht das und wenn nicht, dann geht es nicht. Das ist eine eindeutige Beziehung. Und damit ist die Frage geklärt, wann kann man immer Inverse finden? Das war ja die Frage, die hier oben noch übrig blieb. Wir hatten uns ja zwei Fragen gestellt. Erstmal, wie rechnet man Kehrwerte aus? Das haben wir uns jetzt überlegt mit dem euklidischen Algorithmus, der uns nebenbei auch noch sagt, ob es überhaupt einen Kehrwert gibt. Und die Frage, wann gibt es immer Kehrwerte, wenn alle Zahlen, die da vorkommen, teilerfremd zu der Modulozahl sind? Das kann aber nur dann sein, wenn die Modulozahl eine Primzahl ist. Sonst geht das nicht. Also das können wir jetzt aufschreiben. In z geteilt durch nz kann man immer multiplikative Kehrwerte finden. Multiplikative also mit immer meine ich zu jeder Zahl. Genau dann, wenn n eine Primzahl ist. Dann kann man zu jeder Zahl in diesem Ding einen Kehrwert finden und dann kann man ohne Probleme dividieren, dann muss man sich keine Gedanken machen über Nullteiler, man kann Gleichungen kürzen, dann kann es nicht passieren, dass zum Beispiel quadratische Gleichungen mehr als zwei Lösungen haben und so weiter. Das alles wird dann nicht passieren.
Und weil diese Dinger dann so schön sind, wenn da eine Primzahl vorkommt, weil man die oft braucht, schreibt man die dann auch anders. Man schreibt dann häufig nicht mehr Z durch NZ, sondern man schreibt einfach Z mit so einem kleinen N da dran. Also dann nimmt man als Schreibweise Z mit so einem kleinen N unten dran. Also wir hatten uns schon ein paar Beispiele angeguckt. Wir hatten Z durch 3Z, das war unser erstes Beispiel, wo wir uns die Tabellen angeschaut haben. Das ist einer von den guten, weil 3 eine Primzahl ist. Dafür werden wir in Zukunft einfach Z3 schreiben. Dann haben wir gesehen, Z durch 4Z, das klappt nicht, haben wir auch an der Tabelle gesehen. Das ist kein guter Fall. Dann als nächstes haben wir uns nicht angeschaut, aber wir wissen jetzt, Z durch 5Z, da muss alles funktionieren. Können sich vielleicht spaßeshalber mal die Tabellen aufschreiben dazu. Das Ding werden wir also in Zukunft Z5 nennen. Und jetzt, ich schreibe nochmal einen hin, Z durch 6Z haben wir uns auch nicht angeguckt, wissen wir aber schon, kann nicht klappen. Ja? Also das hier sind quasi die guten und das hier sind die Fälle, in denen es nicht so gut ist und es würde dann weitergehen, der nächste gute wäre Z7 und dann würde Z11 kommen und dann würde Z13 kommen und das geht weiter, wie immer Sie wollen. Wir haben also einen großen Vorrat an solchen Restklassenringen, in denen wir wissen, da klappt alles. Da können wir im Prinzip so rechnen, wie wir das von den normalen Zahlen her gewöhnt sind. Nur mit der seltsamen Eigenschaft, dass es nur endlich viele Zahlen gibt, dass sich alles immer zyklisch wiederholt. Wenn wir da eine Primzahl stehen haben.